Die Alemannenschule in Wutöschingen in Deutschland ist eine Gemeinschaftsschule, die Schüler im Alter von 6 bis zu 16 Jahren gemeinsam besuchen. Im Mittelpunkt steht dabei das individualisierte und selbstverantwortliche Lernen. Das pädagogische Modell ist so konzipiert, dass keine Schüler zurückgelassen werden und gleichzeitig dabei, begabtere Kinder zu unterstützen, rasche Fortschritte zu machen. Wir waren eine Grund- und Hauptschule, das heißt von der Klasse 1 bis Klasse 9, als ich gekommen bin im Jahr 2005. Und es war dort schon, gab es Studien, dass die Hauptschulen vor allen Dingen nicht überleben werden über die Jahre. Das heißt, es war klar, wir sind eine sterbende Schule, wir müssen irgendwann die Gebäude dicht machen. Wir werden nur noch eine Grundschule haben von Klasse 1 bis 4 und das zweizügig. Und irgendwann gab es die Chance, diese neue Schulart zu machen. Die haben wir aber nur bekommen, weil wir schon vorher angefangen haben, in diesem System zu arbeiten. Ich bin über einen Film eigentlich da drauf gekommen, das zu machen. Ich habe mir den Film angeguckt und konnte die Nacht nicht gut schlafen, weil ich gedacht habe, was machen da irgendwelche anders? Und ich habe gedacht, das ist ein Fake. Das ist typisch Filmemacher. Die filmen was und machen so, als ob es schön wäre. Und wir haben die Schule von innen nach außen geplant. Das heißt, wir haben zuerst mal überlegt, wie soll es funktionieren und haben dann gebaut. Einer unserer Grundpfeiler ist das reziproke Lernen, wenn man die HETI-Studie anguckt. Und bei den Sachen, die am meisten bringen, ist Micro-Teaching, das heißt 1:1 sprechen, und das reziproke Lernen, das Lernen durch Lehren. Genau das ist das, was wir hier machen. Wir haben das Lernatelier, bei dem leise gelernt wird. Wir haben den Marktplatz, bei dem nennen wir kooperativen Lernbereich. Dann haben wir die Inputräume, die man besucht, wenn man Informationen kriegen will von einer Lehrkraft. Als wir vor 5 Jahren uns auf den Weg gemacht haben, die Lernprozesse und die Lernstrukturen zu individualisieren, sodass jedes Kind einen eigenen Lernweg gehen kann, haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, dass eine Dokumentation wie bisher in einem Schulbuch, in einem Schultagebuch, dass das nicht funktioniert, weil wir erstens
Zugang zu einer Online-Plattform, die speziell darauf ausgerichtet ist, individuelle Lernprozesse zu koordinieren und Lernmaterial bereitzustellen. Und egal für welches Fach, ich bekomme alle Teste von diesem Kind, kommen zu mir. Und ich schaue mir die an, ich gucke, wie steht das Kind oder wie hat jetzt das Kind in Biologie abgeschnitten oder in Mathe, auch wenn ich Deutsch studiert habe. Aber ich gucke mir das an und schaue vielleicht auch, wo die Fehler sind und wie die Rückmeldung ist und bespreche das dann mit dem Kind. Und überlege mir dann auch, oder bespreche dann auch, was kannst du tun, um besser zu werden. DLearn, so heißt die digitale Lernplattform, ist eine Lernplattform, die, ja, man kann sagen, weltweit inzwischen genutzt wird. Ist Open Source, jede Schule kann diese kostenlos nutzen. Und die Software ist webbasiert, das heißt, egal auf welchem Gerät, ich brauche nichts installieren, sondern ich rufe eigentlich praktisch nur eine Webseite auf. Ich kann jederzeit jeden Lernpartner aufrufen. Ich rufe jetzt mal ein Kind auf und habe dann auf einen Blick einen Überblick über den Leistungsstand des Kindes. Wir sehen obendran alle Fächer, für die das Kind angelegt ist. Und wenn ich jetzt für ein Fach genauer wissen möchte, wo das Kind steht, dann klicke ich einfach das Fach drauf. Ich nehme jetzt mal Mathematik. Unten dran habe ich das Kompetenzraster. Und dann kann ich überall für jede Kompetenz sehen, wo hat er was schon erledigt. Nicht alle Aktivitäten werden im Inneren der Schulgebäude durchgeführt. Für bestimmte Lerntätigkeiten sind außerschulische Lernorte besser geeignet. Im Freien zu lernen ist Teil des Konzepts der Alemannenschule. Beim Lernen im Wald, am Fluss und auf dem Bauernhof wird ganz Wutöschingen zu einem Lerndorf. Wir lernen möglichst viel außerhalb der Schule. Wir sagen, Wutöschingen soll ein Lerndorf werden. Wir lernen im Wald, wir lernen an der Wutach, am Fluss. Wir lernen auf dem Bauernhof, am Bienenstock. In der Volksbank, in Betrieben. Wir gehen möglichst viel raus. The clubs are not very subject specific, but they do focus on a specific topic. And we do have a large variety of clubs, and every clubs will last for 12 weeks. And every 12 weeks, the students can choose for 3 new clubs for this trimester. Der musikalische Frühbeginn ist für uns sehr, sehr wichtig und wir beobachten, dass die Kinder, die am Morgen eine Stunde Musik machen, dass sie wesentlich ruhiger ins Lernatelier gehen und somit auch wesentlich ruhiger an die Arbeit gehen können. Wir legen hier im Wutachtal. Im Wutachtal fahren im Stundentakt Busse. Das klappt gut, aber inzwischen kommen auch von Ortschaften, wo es früher keine Busverbindung gab, gibt es jetzt Busverbindungen, weil wir so viele Schüler von dort haben. Am Anfang haben die Eltern das auf eigene Kosten gefahren, ein Taxi bezahlt, die ersten Jahre. Und jetzt sind so viele Schüler aus der Richtung, dass da auch ein Bus fährt. Wir haben etwa jetzt 600 Schüler. Als ich gekommen bin, waren wir bei 320. Und also die Schülerzahl haben wir also im Sekundarbereich mehr als verdoppelt. And this is a very special thing of our school, that the students, that we try to bring the students forward, not just in a subject specific way, but also in a personal way. And this is especially important for the students that don't have this good familiar background. They really like to come here, and they need the smaller distance to the teacher. Also auch vorausgesetzt eben, dass Kinder eine natürliche Neugier und eine natürliche Lernfreude eigentlich haben. Und wenn wir die nicht kaputt machen oder es wieder schaffen, sie herzustellen, dann ist es eigentlich das Natürlichste der Welt, dass man Dinge wissen möchte und dass man lernen möchte und weiterkommen möchte.